Wir möchten dann auch nun mit der Veranstaltung beginnen. Wie gehabt, fangen wir erstmal mit den Auflagen des Bremer Ordnungsamtes an, die wir euch jetzt einmal kurz vorlesen möchten. Kennzeichen, Symbole oder Fahnen von Terrororganisationen oder Organisationen, die in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Betätigungsverbot sind, sind auch solche Kennzeichen, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. Dies gilt insbesondere für Kennzeichen, Symbole oder Fahnen folgender Organisationen. Im Kennzeichen, Symbole oder Fahnen sowie Äußerungen oder Parolen in Wort, Schrift oder Bild sind Inhalte verboten. From the river to the sea, Palestine will be free. Intifada bis zum Sieg, Israel ist illegal. Ich wiederhole, folgende Parolen sind verboten. From the river to the sea, Palestine will be free. Intifada bis zum Sieg, Israel ist illegal. In Kennzeichen, Symbolen oder Fahnen sowie Äußerungen oder Parolen in Wort, Schrift oder Bild sind Inhalte verboten, die zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen jüdische Einrichtungen sowie Einrichtungen des Staates Israels auffordern oder diese billigen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Ja, vielen Dank. Mir geht. Wir befinden uns am 212. Tag nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn des aktuellen Krieges in Israels gegen Gaza. Wie ist die aktuelle Situation in Gaza? Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums, Stand von gestern, sind im Gazastreifen seit dem 7. Oktober mindestens 34.622 Menschen getötet und mehr als 77.877 Menschen verletzt worden. Von den Toten in Gaza sind mehr als 14.500 Kinder und 8.400 Frauen. Hinzu kommen mehr als 8.000 Vermisste, von denen die überwiegende Mehrzahl wahrscheinlich ebenfalls nicht mehr am Leben ist, sowie weitere mindestens 492 Getötete und mehr als 4.800 verletzte Menschen im Westjordanland. Nach den neuesten Daten des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, der Weltgesundheitsorganisation und der palästinensischen Regierung vom 28. April haben israelische Angriffe mehr als die Hälfte der Häuser in Gaza, 80% der gewerblichen Einrichtungen und 73% der Schulgebäude zerstört oder beschädigt. Lediglich 11 von 35 Krankenhäusern sind noch teilweise funktionsfähig. 83% der Grundwasserbrunnen sind nicht mehr in Betrieb. In Gaza sterben jede Stunde 15 Menschen, 6 davon sind Kinder, 35 Menschen werden verletzt und 12 Gebäude werden zerstört. Bis zum 5. April wurden seit Beginn des Krieges mehr als 100 Journalisten, davon die überwiegende Anzahl Palästinenser, getötet. In der Klageschrift von Südafrika heißt es, Zitat, der Gazastreifen wurde von Israel einer der schwersten konventionellen Bombenkampagnen in der Geschichte der modernen Kriegsführung ausgesetzt. In den ersten 2 Monaten des Krieges haben Israels militärische Angriffe mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung des syrischen Aleppo zwischen 2012 und 2016, des ukrainischen Mariupol oder im Verhältnis dazu die Bombardierung Deutschlands durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Die von Israel angerichtete Zerstörung sei laut einer AP-News-Meldung vom 21. Dezember so extrem, dass, Zitat, der Gazastreifen aus dem Weltraum eine andere Farbe hat. Es ist eine andere Textur. Zitat Ende. Freiheit für Palästina! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza! Freiheit für Gaza!
Christen, Juden oder einfach nur Menschen. Menschen, die für andere Menschen einstehen. Menschen, die für Gerechtigkeit einstehen. Wenn wir im Jahr 2024 mit solchen Unmenschlichkeiten einfach nur konfrontiert sind und nichts dagegen tun können, ist Israels Premierminister von Tag zu Tag immer mehr ohne Gewissen. Kein Gericht dieser Welt darf bedroht werden, wenn es für Recht einsteht. Deswegen müssen wir, und es ist unsere Rolle, nicht nur zu Demonstrationen zu kommen, sondern auch Zeitungsartikel zu lesen, die Politiker in unserer Nachbarschaft darauf anzusprechen und jeden, der auch nur einen Funken bewirken kann, so lange zu nerven und diesen Menschen diese Thematik so lange zu wiederholen, bis ihre Ohren abfallen, bis sie es nicht mal hören können, bis diese Menschen dafür sorgen, bis es nach ganz oben geht, bis die Politiker endlich hören, dass unsere Stimmen wertvoll sind. Weil wir werden nicht aufhören, bis der Druck auf die Gesamtgesellschaft und auf die Politik so hoch ist, bis endlich die deutsche Regierung das tut, was sie tun soll, nämlich die Stimme des Volkes sein. Und unsere Stimme sein, wir wollen ein freies Palästina. Liebe Freunde, während wir über diese belanglosen Dinge nachdenken, während wir über unsere belanglosen Probleme nachdenken, während wir jeden Morgen vor der Arbeit saubere und schöne Kleidung raussuchen, haben unsere Geschwister in Palästina nicht einmal ein Dach über den Kopf. Fragen, was es nach einem langen und einem harten Tag zu essen gibt, sterben unsere Geschwister infolge mehrtägiger Hungersnot. Während wir Zeit mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Tanten und Cousinen verbringen, suchen weinende Kinder in Gaza verzweifelt nach ihren verstorbenen Familien. Und so ermahne ich uns alle, wir sollten uns alle die Frage stellen, was sind unsere lächerlichen Probleme, wenn man sie noch mit 650 zerstörten Gebetseinrichtungen in Palästina vergleicht? Was sind unsere lächerlichen Probleme, wenn man sie mit 40.000 toten Palästinensern, teilweise ermordet mit deutschen Waffen, in Palästina vergleicht? Was sind unsere lächerlichen Probleme? Was sind unsere lächerlichen Probleme, wenn man sie mit 2 Millionen Obdachlose, vertrieben durch das Terrorregime Israels, in Palästina vergleicht? Wenn es das ist, was ihr meint, wenn es das ist, was ihr wollt, dann sprecht für euch. Sprecht nicht für die Allgemeinheit. Sprecht nicht für Deutschland. Denn wir
und das soll die ganze Welt hören, stehen nicht an der Seite Israels! Wir unterstützen nicht den Mord an Zivilisten, an Frauen und Kinder! Wir unterstützen anders als ihr keinen Genozid! Geht es um den Nahostkonflikt, läuten die ersten Schlagzeilen von der Hamas. Und seit dem 7. Oktober will man uns in den Medien weismachen, dass wenn es um den Nahostkonflikt geht, dass der Ausbruch dessen erst dann begann. Also man will uns verkaufen, dass der Nahostkonflikt, dass die gewaltsame Belagerung Israels sich auf wenige Monate beschränke. Und nun an all diejenigen, die Opfer der Lügen der Medien sind, an all diejenigen, die sich ein Urteil erlauben, ohne auch nur einen Hauch an Wissen über diesen Konflikt zu haben, an all diejenigen, die nicht den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Wenn sich der Nahostkonflikt nur wenige Monate beschränkt, was ist mit den all den Massakern, über die keiner spricht? Was ist mit all den gewaltsamen Aktionen von über 75 Jahren? Und jetzt hört genau zu. Wenn der Nahostkonflikt sich nur auf wenige Monate beschränke, was ist mit den Haifa und den Jerusalem-Massaker 1937? Wenn er sich nur auf wenige Monate beschränkt, was ist mit dem Bel-el-Scheich-Massaker 1939? Was ist mit den Abbasiyah, den Al-Khisar, den Sheikh Burayk-Massaker 1947? Was ist mit den Massakern 1948, 1956, 1988, 1990? Oder mit den El-Jenil-Massaker 2002? Was ist mit all diesen Massakern? Mit Gaza 2008, 2009, 2012. Was ist mit all den Jahren? 2014, 2018, 2019, 2021 und 2023 bis jetzt. Was ist mit all den Massakern? Informiert euch! Macht euch schlau, seid ihr über 75 Jahren mit Palästina illegal belagert, illegal massakriert. Menschen werden aus ihren eigenen Häusern getrieben. Gaza, Gaza, don't you cry! Also viermal klatschen.